blöd gesprochen, vielleicht komplett weggehe von den Let's Plays zum Beispiel, oder dass ich mich komplett auf irgendwas anderes konzentrieren soll, mal vielleicht, oder könnt ihr mal gerne sagen, was ihr davon haltet. Und ja, warum nicht? Finde ich, denke mal, nur eine interessante Idee, weil zum Beispiel Leon dort auch mal so gesagt, ja komm, lass uns mal einen RL-Kanal machen. Also einen Real-Life-Kanal eben halt, wo er halt dann auch irgendwelche lustigen oder schwachsinnigen Sachen macht. Und ja, natürlich die Frage mal, wie sowas bei euch Zuschauern ankommt. Und wieso ist hier fast nur Stein? Das ist, I'm not amused about this. So. Ja, vielleicht sagt einfach mal, was ihr von sowas vielleicht mal halten würdet. Also, ich sag's immer wieder, was ihr davon halten würdet. Interessiert mich einfach mal, weil ich möchte euch ja gerne auch so ein bisschen einbinden in die Let's Plays. Und aber es bringt mir nichts, wenn ich jetzt vielleicht nur mache, was, ja, sag ich mal, im Grunde, oder wenn mir eure Meinung scheißegal ist im Grunde. Also könnt ihr mir gerne mal sagen, was ihr davon halten würdet. Wieso ist hier so viel Stein? Gut. Ja. Ich weiß, ich bude jetzt hier schon wieder die ganze Zeit schon wieder ab. Einfach nur. Es wird schon wieder dunkel. Darauf habe ich aber wieder keinen Bock. Wie gesagt, ihr seid immer. Ihr könnt mir gerne Vorschläge schicken oder so. Wo ihr vielleicht sagen würdet, macht das mal besser. Oder probiert doch mal sowas. Eben halt wie einen Real-Life-Kanal oder sowas. Real-Life-Videos. Würde mich einfach mal interessieren, was ihr davon halten würdet. Weil. Man kann sich ja nur verbessern. Oder sich testen, ob man sowas eben kann oder nicht. Weil zum Beispiel das mit dem Form 1-Talker, das ist ja auch eine Sache, die. Sag ich mal, spontan entstanden ist vom Leon damals. Der meinte ja so, naja, lass uns doch mal hier so, weil wir beide doch und Leben ja doch zum Teil von F1 bestimmt ist, sage ich jetzt einfach mal. Lass uns doch mal irgendwie was machen mit Formel 1 oder so und lass uns das mal irgendwie zusammenfassen. Ich glaube, wir hatten damals unsere Premiere mit dem großen Preis von Kanada. Also damals, als es so übelst doll geregnet hat. Und ja, gut, daraus ist eben halt vom Eintagus entstanden. Auch schon wieder ein bisschen her. Auch schon ein halbes Jahr, würde ich ja fast mal sagen, her, dass wir das gemacht haben. Ich glaube im Juni, Juli oder so war das. Also auch schon ziemlich lange her. Und ich weiß, die Folge ist jetzt gerade nicht so wirklich spannend, weil wir nicht nur hier abbauen. Oh, naja, gut. Vielleicht ist eh so meine Spitzhacke wieder kaputt. Wollte ich wieder eine neue? Gut. Naja, wir haben natürlich keine Spitzhacke mehr. Was mich noch interessieren würde, ist. Ich werde mal hier noch die Erde mitnehmen. Wie voll ist das Ding? Noch nicht wirklich voll. Nehmen wir hier noch die Erde auch noch mit. Also. Wie gesagt, immer her mit solchen Sachen. Auch wenn ich mich jetzt sehr oft wiederholt habe, jetzt in den letzten paar Minuten, aber gut, wenn man jetzt hier auch im Chat aufnimmt und dann noch gleichzeitig was sagen muss, bei euch irgendwie auf den Zahlen fühlen kann oder so, denke ich mal, kommt mir schon mal vor, dass man öfters mal irgendwas doppelt erzählt. Zum Beispiel, ich hätte auch nie gedacht, es hätte wahrscheinlich auch niemand so wirklich gedacht, dass ich überhaupt jemals Minecraft spielen würde. Gut, aber jetzt ist wenigstens alles kaputt hier bei mir. Weil ich bin ganz ehrlich, ich habe damals bei Minecraft habe ich damals angefangen zu gucken bei Gronkh. Ich ganz offen und ehrlich zu. Und ich habe ihn für Minecraft geliebt. Und dachte mir, boah, dieses Spiel ist geil, das kannst du auch mal spielen. Ich muss dazu sagen, ich glaube damals war ich noch. War ich da schon LPR? Ich weiß es gar nicht, ob das schon LPR war. Ich glaube, da war ich schon LPR. Es war, glaube ich, gerade zu meiner Anfangszeit als LPR, also wo ich noch ein kleiner Scheißer war, sag ich mal, auf gut Deutsch, in LPR. Na gut, das bin ich jetzt, glaube ich, momentan ewig so noch immer, mit meinen
knapp jetzt fast 1700 Abonnenten. Allerdings, ja gut, ist das ja meine Sache. Und ich habe leider keine Uhr jetzt gerade hier bei mir. Das ist gerade so ein bisschen problematisch. Ich habe keine Uhr bei mir. Ich habe bloß ungefähr eine Uhrzeit, weil mir jemand in Skype geschrieben hat. Und das nehme ich jetzt gerade als Referenzzeit. So. Ah, du bist durch. Aber ich gehe jetzt erstmal pennen. So. Gut, und ich werde jetzt erstmal... Genau, ich werde jetzt erstmal... So, und hier teilen wir mal. Zuck, zuck, zuck. Weil ich möchte mal gerne in die Höhle da hinten reingehen. Eventuell finden wir da noch ein bisschen... Eisen. Das wäre ganz vorteilhaft. So. 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 Weil ihr wisst ja, da war ja letztens eine Höhle, wo ich mich nicht reingetraut habe. Heute ist der Tag, wo ich da reingehe. Na gut, ich spiele auch gerade auf Peaceful. Und jetzt, ja, ich weiß, ich bin der große Held. Ich bin der große Held, der sich da in die Höhle traut. Natürlich ist auch... Wenn man auf Peaceful spielt, dann kann man das auch machen. Ich habe auch wieder mal recht viele Fackeln mit. Ich baue erstmal hier noch das... Ich baue es jetzt mal noch ab, denn sie ist vielleicht... Bisschen wie ein Plateau aus oder so. Das sieht eigentlich nicht wirklich toll aus. Weil hier eigentlich zu viel Stein ist. Damit habe ich nicht gerechnet, dass hier so viel Stein unter ist. Das gefällt mir nicht. Ja, und ich weiß, es sind immer noch dieselben Songs wie am Anfang. Es sind immer dieselben vier Songs. Also. Wie gesagt, schickt mir Vorschläge für Musik oder so. Contentfreie Musik natürlich. Wo ich kein Problem mit Content-Treffer bekomme. Ich weiß, es gibt diese eine Seite. Ich habe es jetzt nicht irgendwie Icom Tech oder so, wie die auch immer heißt. Da gibt es Musik, aber ich habe ganz ehrlich gesagt nicht mehr die Lust, mich da durchzuarbeiten durch die ganzen Songs und mir Lieder rauszusuchen, die mir gefallen, weil jedenfalls vergeht einem auch die Lust so ein bisschen da dran. Denn da mal durchzugucken. Vielleicht hat ja jemand von euch irgendwie eine contentfreie Musikliste oder so, die er mir schicken kann. Zum Beispiel über Skype oder so. Weil mein Skype-Username Name ist ja bekannt. Ist ja ValisGLP. Für alle, die es noch nicht wussten, eventuell. Und ja. Doch, jetzt meine eine Spitzhacke fast schon wieder kaputt. Bloß weil ich jetzt hier die eine Etage mache. Ich bin schon wieder komplett abgeschweift von dem Thema, was ich wollte. Ich wollte hier in die Höhle reingehen. Aber ich wollte auch erst noch das Plateau hier machen. Ich wollte eigentlich auch noch da hinten in den Wald abholzen gehen. So, wir gehen jetzt mal hier in die Höhle rein. Dunkel hier. Oh, wie gut, dass ich glaube ich hier nicht reingegangen bin. Ja, wie gut, dass ich hier nicht weiter reingegangen bin. Warum sind hier solche tiefen Höhlen? Mist. Hallo? Oh, hallo. So. Kommen wir weiter hier durch. Weiß gar nicht, wo das jetzt. Ging das nicht noch tiefer? Ich hatte gerade das Gefühl, es wäre noch tiefer. So, abholen. Wir bauen die Kohle! Kohle! Was mich ja mal interessieren würde, ist. Was ich mal cool finden würde, ist ja. Kohle besteht ja im Grunde ja aus. Wenn man auch vom Holzkohle ausgeht. Ich weiß nicht, was für eine Kohle das jetzt hier sein soll. Aber.
besteht ja eigentlich ja hauptsächlich aus, und wird ja hauptsächlich hergestellt aus Holz oder entsteht ja aus Holz. Mich würde mal interessieren, was passieren würde, wenn man zum Beispiel Holz irgendwie mal in Minecraft zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es vielleicht mal dieses Feature irgendwann geben wird, wenn man zum Beispiel Holz irgendwo vergraben tut, im Wasser oder so. Weil eigentlich ist ja die Kohle damals irgendwie entstanden, weil ja im Sumpfgebiet, glaube ich, und so ein Kram war es ja damals alles. Und dadurch haben sich ja, ist ja dieses Holz nachher zu Kohle geworden. Hat zwar sehr, sehr lange gedauert, aber ist im Fall so, ne? So. Was ist denn das hier schon? Kohle! So viel Kohle! Die Kohle macht dich noch fertig hier. Du würdest mich noch verarschen. Ey, das ist nicht mehr lustig. Ich will jetzt mal mehr. Das ist jetzt mal ein Ende? Nein, natürlich nicht. Du machst mich fertig. Willst du dich doch verarschen oder was? Ja, wir haben es geschafft. So, das ist noch cooler. Hallo? Gut. Geh mal hier wieder hoch. War hier noch sonst irgendwas? Ne? Das war's schon. Da würde mich ja fast noch hier dieser Abstieg noch interessieren. Und jetzt noch ein bisschen frei. Ups, das war der falsche. Jetzt hat gerade mal die Nase gejuckt. So. Machen wir hier uns wieder der Treppensystem. So. Ich weiß, ich bin so ein Held, da ich hier im Peacepool runtergehe. So. Und ich muss jetzt mir ein paar Stickies machen. Weit runter. Brauche ich noch. Zack, zack. Zack. Bumm. Und dann wieder 64. Fackeln. Für gar nichts, so wie es aussieht fast. Oder? Oh, Wasser. Ich höre hier Wasser. Und Eisen. Wir haben Eisen. So. Pilze.